Hallo, willkommen zurück zu Legend of Dragoon. Beim letzten Mal haben wir gegen den Anführer der Giris gekämpft und unsere Truppe ist gut aufgestiegen. Albert hat jetzt schon über 1000 Leben, obwohl er eine Stufe unter Dart ist, hat er schon mehr. Und ja, wir haben diesmal Rose dabei, denn die gute Shana ist tatsächlich mal eine Stufe höher als Rose. Wir wollen ja gucken, dass die Truppe möglichst gleich bleibt im Level. Lynn, wo bist du? Miru, bist du gekommen, um mich zu retten? Natürlich. Kate macht sich so viele Sorgen um dich. Oh nein. Miru, ich lasse dich hier raus. Damit kriegen wir es auf. Wenn deine Muskeln nicht funktionieren, dann versuch's mal mit deinem Gehirn. Miru, danke. Kennst du die Jungs hier? Das sind meine Kumpel. Aus verschiedenen Gründen reisen wir zusammen. Ihr seid bis zu so einem gefährlichen Platz vorgedrungen. Ihr seid großartig. Danke. Es gibt auch noch mutige Menschen. Das hast du ja selbst bewiesen. Aber warum bist du alleine gegangen? Ich hätte der Bande auch gerne ein paar Dinge gesagt. Ich wollte das alleine machen. Außerdem dachte ich, ich könnte mit Gierig reden, wenn er sich nicht geändert hätte. Aber etwas hatte sich verändert. Wahrscheinlich hat ihn die Person verändert, die vor einem halben Jahr zu den Gierigs dazu gestoßen ist. Und diese Person nimmt jetzt die Gestalt von Prinzessin Emil an. Wir müssen schnell zur Burg zurück. Also rückkehren. Nachdem wir den gestohlenen Dragoon Spirit gefunden haben. Die ganzen gestohlenen Sachen liegen wahrscheinlich hier rum. Sie haben alle gestohlenen Gegenstände hier reingeworfen. Also verteilen wir uns und suchen danach. Bestimmt ist hier auch noch irgendwas anderes versteckt. Ein riesiger Kug, wahrscheinlich eine normale Größe für ein Giganto. Die Mumie eines Giganto. Was liegt denn da? Ich hab's. Ah, Moment. Ich dachte nur mal kurz neu. Wundert euch nicht. Mir ist nämlich gerade was eingefallen. Wir sollten vielleicht erstmal mit allen reden, bevor ich da hingehe, wo es gerade blinkt. Verzeihung. Ich wollte euch ja nicht die Texte vorenthalten. Also den ersten Teil werden wir natürlich dann überspringen. Weil wir haben ja jetzt sowieso den Text schon gelesen. Da habe ich mal wieder etwas langsam nachgedacht. Kommt vor. Na, es kann tatsächlich sein, dass wir irgendwann mal einen kleinen Ride-Part machen müssen. Weil so langsam aber sicher werden die Gegner da doch schon ganz schön stark. Unter der Fackel. Stardust erhalten. Okay. Das war jetzt Zufall.
So, springen wir mal den ganzen Textkram. Ah, Meru ist nicht unbedingt die cleverste. Will sich immer nur schlagen, aber denk nicht so drüber nach. So. Jetzt quatschen wir nochmal mit allem. Wir wissen ja, wo der Spirit rumliegt. Er muss hier irgendwo in diesem Raum sein. Wahrscheinlich ist es für dich am einfachsten, ihn zu finden, weil dich der rotäugige Drache erkennt. Wir wissen auf jeden Fall, dass so eine Truhe da ist. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir da hinkommen. Meine Logik funktioniert wohl nicht, um ihn zu finden. Puh, das sind alles Weinfässer. Gebt ihr wirklich euer Bestes? Wir müssen es so bald wie möglich finden, weil er ein wirklich wichtiges Andenken ist. Nehmen wir den hier. Ich hab's. Wow. Es scheint glücklich zu sein, dich wiederzusehen. Rotäugigen Ragoon Spirit erhalten. Na also. Lass uns jetzt nach Fleet zurückgehen, um Prinzessin Lisa aufzusuchen und ihr alles zu erzählen. Du haben Sache gefunden? Es scheint, du hast Lynn und den Dragoon Spirit gefunden. Ja. Kongo ist schon Stufe 19. Nehme ich die Truppe so mit. Also ich brauche zumindest einen, der ein bisschen was austeilen kann. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an diese eine Truhe ran? Wir machen hier mal einen kleinen Safe zwischen. Den Speicher. Ich gehe noch mal runter in die Schatzkammer und ich schaue mal, ob ich da von der anderen Seite irgendwie zu dieser Truhe hinkomme. Interessant ist, dass wir hier noch einen Stardust gefunden haben.
Nö. Muss auf jeden Fall noch irgendeinen Sinn haben mit diesem einen Knopf, den ich da mal entdeckt hatte. Einige kleine Diebe. Ja. Verdrückt. Das hat auch reingehauen. Was? 50 Gold geschult? So, Gold. Wurde gestohlen. Also. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen rumprobieren, ja. Ich will nämlich unbedingt die eine Truhe noch haben. Ah, die Gierigs wieder. Jetzt ohne Anführer sitzt sie noch da. Überlegen, wo wir eventuell noch was übersehen haben könnten, aber... Ups. Das.
Dafür, dass Dart immer eher langsame, wuchtige Angriffe macht, ist der Schaden nicht unbedingt hoch. Schaden von Rose ist leider nicht besonders gut. Okay. Soweit so gut. Das hat auf jeden Fall was mit diesem Schädel zu tun. Mal kurz was gucken, und zwar bei unserer Rose. Ah, das ist schon der nächste Angriff. Der Peitschi macht zwar mehr Schaden, aber Moment mal. Der Peitschi macht mehr Schaden und gibt mehr SP um 5 Punkte. Ein Fest in Form eines Gesichts. So mehr und mehr von ihr ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt so toll. Ah, jetzt kommen die Berserker wieder. Wenig, beziehungsweise sagen wir mal gar keine Verteidigung, aber bösen Schaden. Also, klappt nicht immer, aber hin und wieder. Und Rose ist auf 17. Ja, komm, wir nehmen Rose noch eine Weile mit. Dass sie eventuell mal ihren Dragoon ein bisschen gelevelt kriegt. Autsch. Kam der Pfeil dann her? Dort ist ein kleiner Schalter, versuch mal zu drücken. Touch me!
Das letzte Ferkel. Mal interessieren, wofür dieser Schalter gut ist. Fels in Form eines Gesichts. Irgendwie ein bisschen überfragt. Hat irgendwie keinen Effekt, also ich habe keine Ahnung. Naja, ich würde mal sagen, dann machen wir mal weiter mit der Story. Kombo vergeigt, aber es war so nur einmal kurz antippen. Daneben. Jetzt muss ich den schlauen Dieb ja doch noch platt machen. Oder nicht den anderen jetzt angreifen, aber da er was geklaut hat. Na, viel zu klauen gibt's aber nicht mehr. Das ganze Inventar ist ja mittlerweile leer. Ja. Schon wieder beklaut worden. Und zurückgeholt. Schade, dass die Reisen immer ein bisschen langwierig sind, dass man keine Möglichkeit hat, irgendwie gewisse Bereiche zu überspringen, dass man sagen kann, okay, wir nutzen mal irgendeinen Gegenstand, der uns zurück teleportiert oder zumindest, dass man das Gebiet so ein bisschen überspringen kann, aber na gut. Natürlich nutzen wir die Heilmöglichkeit erstmal.
wir müssen sowieso jetzt gucken, sobald wir in der Stadt sind, dass wir nicht sofort zum König rennen, sondern uns erstmal wieder aufstocken, weil unser Inventar ist komplett leer. Dann eins mal gierig. Ah, der ist auf jeden Fall schon fast hinüber. Daneben. Hat doch schon wieder Geld geklaut. Naja, das ist immer ein Zeichen dafür, dass sie sowieso jetzt gleich umkippen. Muss noch mal durch das Tal der Schwerelosigkeit zurück. Einmal Taxi. Nicht verpassen. So, nur noch gucken, dass wir schnell zurückkommen. Das muss ja gar nicht so lange aufhalten mit dem Labyrinth, sage ich mal. Perfekt. Ah, so ein Spinnenviech schon wieder. Wir erinnern uns, die Viecher sind nicht ohne. Ja gut, mit ein paar Level mehr sind die jetzt nicht mehr ganz so stark. Rose trifft nix. Eieiei. Ja, geht doch. Weiß ja noch immer nicht so ganz, welche Voraussetzungen man erfüllen muss, damit man bestimmte Sachen freischaltet. Also speziell jetzt Angriffstechnik. Keine Ahnung, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin, aber ich hoffe es mal. Jo.
könnten uns im Prinzip auch wieder heilen. Da waren nämlich wieder ein paar Felsenwürmer und Glühwürmchen. Yes. Das. Ha. Das. Ha. Crash Dance. Das könnte jetzt etwas zwicken. Bälle in Anführungszeichen hält aber ganz schön was aus. Hier der Ausgang? Jo. So. Machen wir mal einen Abflug hier. Ich bin beeindruckt. Ihr seid nicht nur durch das Tal gekommen. Ihr habt auch die Bande gemeistert. Gehen wir mal zu oben den Kollegen. Mal sehen, ob der noch was Neues zu sagen hat. Jetzt geht's. Die Gierigbande ist ohne ihren Anführer keine Gefahr. Das Land wird sich beruhigt haben. Naja, die große Gefahr ist ja noch die falsche Prinzessin. Normaler Gegner. Selbst bei einer vergeigten Kombo fast 300 Schaden, also Albert ist auf jeden Fall zurzeit unsere Stütze im Team, was den Damage angeht. Die Kombination an Charakteren ist übrigens auch so die übliche, die ich immer dabei habe. Einen, der mächtig draufhaut, natürlich ein Hauptcharakter, der sowieso immer dabei ist, plus dann mindestens ein Heiler im Team. Also ich würde ungern das Team zusammenstellen, ohne dass ein Heiler dabei ist. Es sollte auch mindestens einer dabei sein, der was aushält. Hey, wir werden bald ein Donau sein, schöner Mann. Geh schnell zu deinem Schatz nach Hause. Kate macht sich Sorgen. Ich kann dir gar nicht genug danken, aber ich musste es wenigstens einmal sagen. Danke. Jetzt ist Donau sicher. Das ist erst der Anfang. Jetzt muss der Bürgermeister etwas unternehmen. Als Antwort auf deinen Mut, Lin. Endlich unternimmt der Bürgermeister etwas. Danke für die Beratung, Nero. Wovon redest du? Es ist doch noch nicht vorbei. Was? Das Reise wird nicht einfach werden. Was ihr Jungs macht, ist nicht so ganz normal. Da tauchen Monster wie zum Beispiel Viage auf. Dragoons und Gigantos. Ich dachte immer, das gibt's nur im Märchen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass es noch viele Dinge geben wird, bei denen ich euch behilflich sein kann. Also, warum gehen wir jetzt nicht nach Fleets? Wir können es nicht mehr weiter hinauszögern, stimmt's? Ich werde also weiterhin auf mehreren Bühnen spielen. Ganz recht. Ich gehe. Grüß Kate. Komm doch bitte zu unserer Hochzeit, wenn es möglich ist. Dann werden wir schon
Dann werden wir schon morgen heiraten. Bon voyage. Mal gucken, ob Donau hier gerade in der Nähe ist, weil ich möchte nämlich ganz gerne mal... Okay, das ist der lange Weg. Gut. Dann kaufen wir eben ein Fleets ein. Obwohl, wir können uns das Gespräch in Donau noch anhören. Wir gehen erstmal nach Donau. Wer weiß, vielleicht ist da in der Stadt gerade was los und wir können gar nicht mehr groß einkaufen. Nö, nö, nö. Dann müssen wir lieber die Gelegenheit. Wir gehen erstmal zu Donau. Autsch. Der nächste. Yes. Das. Ha. Yes. Ha. Crash dance. Einer weniger. Ich denke mal, ich werde gleich wieder Shana mit reinnehmen. Also, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, ob ich Shana erstmal rauslasse. Andererseits, sie kann die ganze Truppe auf einen Schlag heilen. Da bin ich auf jeden Fall besser bedient, wenn wir in Fleets ankommen. Naja, wir lassen erstmal Rose drin, bis wir an den nächsten Ort sind. Mal irgendwie war noch aufgestiegen. Zusatz, Rechtens, mehr und mehr, Wirbeltanz, Nachschlag, Verfolgung. So nach der Root Spirit 1. Irgendwas ist aufgestiegen, ich habe es gerade leider nicht gesehen gehabt. Hechel hat erst Dragoon Spirit 1, das ist natürlich auch nicht so toll. Ja, es ist schwer, wenn man eine relativ große Truppe hat, dann alle gleichermaßen zu leveln. Ach, da stehen schon die ganzen Bewohner. Ich will jetzt los wieder rausnehmen. Aber ich ausruste bei ihr. Das erste. So. Hier gibt es viel Tagesware, die würde ich mir gar nicht ansehen. Kein Spur von Käfern, scheint gut behandelt zu werden.
Oh, ihr seid die Leute, die Lynn eingeladen hat? Ich verstehe. Perfektes Timing, sie sind gerade mitten in der Zeremonie. Naja, kriegen wir noch eine kleine optionale Hochzeit zu sehen. Es wird Zeit, dass das Brautpaar herauskommt. Schau, sie wirft den Blumenstrauß. Oh Mist, das war nur eine Körperreaktion. Du willst mich doch nicht etwa im Hochzeitskleid sehen. Glaubst du, ein Hochzeitskleid steht mir nicht? Sag was, Hazel. Was meinst du? Wie soll ich das erklären? Es ist nur eine Körperreaktion. Hazel, ich hasse dich. Case Brautstrauß erhalten. Dank euch hat die Stadt ihren Frieden wieder. Ich kann nicht sagen, wie dankbar ich euch dafür bin. Wir sind gegangen, weil wir etwas Wichtiges zurückbekommen wollten. Dass die Stadt wieder in einem normalen Zustand ist, ist dir und deinen Leuten zu verdanken. Nein. Ihr habt uns Mut gemacht. Wir fragen uns, ob ihr euch jetzt, da wir wieder in Frieden leben, nicht hier niederlassen wollt. Danke. Aber wir müssen uns noch um ein paar Dinge kümmern. Verstehe. Das ist schade. Aber ihr müsst tun, was eure Pflicht ist. Wir wissen zwar nicht, was ihr vorhabt, aber wir wissen, dass ihr alles schaffen könnt, was ihr wollt. Viel Glück. Ich werde jetzt zusammen mit dem Kind, das ich erwarte, beten. Viel Glück. Ja, mal gucken, was die Zeit sagt, weil mir ist gerade eingefallen, da wir wieder eine Sache hatten, wo wir hätten reagieren können. Das ist natürlich blöd, dass ich mal wieder nicht gespeichert habe vorher. Und wir haben jetzt wieder einen dicken Überpart, leider. Deswegen werden wir erstmal hier an der Stelle einen Cut machen und ich werde nochmal bis zu derselben Stelle quasi spielen. Nur, dass wir diesmal die Taste drücken, wenn der Brautstrauß geworfen wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.